Pomptop North Top 2. Alabaster ist Mutter, Vater, Züchter und Besitzer Sascha H. Maike Mende vom Reiterverein St. Hubertus. Thank you.
Maike Mendez hat zu. Maike Mendez zeigt für uns, wie fein das Reiten aussieht. Auch hier muss ich sagen, das Pferd war sehr, sehr schön vor ihr und mir hat besonders gut der Übergang vom Galopp zum Schritt, also vom Ausgalopp zum Schritt gefallen. Da merkte man, dass die Reiterin wirklich ihr Pferd so geritten hat, dass sie aus ihrem Sitz heraus Übergänge reiten soll. Genau so soll das Ganze aussehen, dass danach das Angaloppieren misslungen ist. Das ist typisch, sowas kann bei jungen Pferden passieren oder jungen Ponys genauso, aber sie hat das ganz, ganz fein und ganz geschickt korrigiert. Jetzt aber hübsch der Reihe nach, die Trabarbeit fleißig, gut herausgearbeitete Tempounterschied, das Ganze sicher im Takt, 8,5. Der Schritt wird mit 7,0 bewertet, der ist so ein bisschen knapp im Ablauf, da wünschten wir uns mehr Raumgriff und noch ergiebigeres, losgelasseneres Schreiten. Aber 7,0 ist ja eine ziemlich gute Note. Mit 7,5 wird die Galoppade bewertet. Die könnte etwas runder aus dem Hinterbein durchgesprungen sein. Das Pony ja, zeigt schon eine gewisse Versammlungsbereitschaft. Aber das ist sicherlich etwas, was in der Zukunft weiter verbessert werden müsste. Mit 7,5 wird ebenfalls die Durchlässigkeit bewertet. In der Kurzkehrtwendung war das Pony nicht ehrlich nach rechts gestellt und einmal ja, falsch angaloppiert. Das fließt so ein bisschen in diese Note mit ein und der Gesamteindruck dann mit 8,0 bewertet, ergibt ein Total heute für Maike und ihren Tattoo von 7,7. Wir begrüßen die 744. Am Erde, der Hengst hier vom Zuchtverband des Deutschen Pferdes, ist Narcos Dancer vom Narcomancer in the Dark, die Mutter vom Scampolo. Birgit Gifken ist hier die Züchterin, die